Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Soul Silver Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part sind wir nach Oliviana City geeiert und haben festgestellt, dass wir die Kimono Girls hier in Teak City ausgelassen haben. Deswegen bin ich jetzt auch mal wieder zurückgetappt. Gifty habe ich noch trainiert auf Level 21, hat noch ein paar nette Attacken gelernt. Unter anderem Blubstrahl war das. Giftspitzen und Säure. Ja. Giftspitzen kann vielleicht ganz nett sein. Das vergiftet Gegner, die eingewechselt werden. Mal gucken, ob wir das gebrauchen können. Aber ich würde sagen, oh, was ich noch gesehen habe, wir dürfen hier in Teak City selbst noch ein Pokémon fangen, weil man kann hier oben angeln. Und ich würde sagen, das machen wir direkt, oder? Haben wir noch Pokébälle? Ah ja, da. 12 normale, 15 super. Wunderbar. Halt, wir müssen noch im Beutel bleiben. Wir brauchen ja die Angel schließlich, ne? Die wird wieder da hinten sein, nehme ich an. Nice. So. Starten wir die Folge mit einem neuen Pokémon für unser Team, würde ich sagen. Beziehungsweise für die Box. So, da hat er schon was angebissen. Und es ist ein gutes, gigantisches, kleines Barmelin. Na, wieder ein Wasser-Pokémon. Das ist okay. Ich glaube, ich mag Barmelin. Habe jetzt auch nicht so die Berührungspunkte. Oh, Level 10. Na, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir machen auf jeden Fall eine Donnerwelle mit Chuchu. Verfolgung. Diese dämliche Verfolgung. Was ist Barmelin? Wasser und... Und Boden? Ich meine, es hat noch einen Zweityp, oder? Ja, wir werden sehen. Eine Donnerwelle. Und dann werfen wir mal einen Ball, würde ich sagen. Und hoffen, dass es drin bleibt. Sollte auch so fangbar sein. Gehe ich mal von aus. Naja, Wasser-Pokémon haben wir ja genug. Aber wir haben ja auch schon eins verloren, ne? Vielleicht verlieren wir ja noch ein paar. Ich hoffe es zwar nicht, aber... Man weiß nie, man weiß nie. Nicht, dass er wieder ein dummes Shellterra kommt. Und tausendmal seinen Status erhöht. Ja, ja, das kriegen wir hin, Barmelin, das kriegen wir hin. Ist schon wieder paralysiert, sehr gut. Noch ein Ball. Come on. Ja, das soll auf jeden Fall irgendwann drin bleiben, das ist kein Problem. Oh, komm. Sei ein liebes Barmelin. Magst du keine Wasserattacken, Barmelin? Ein Volltreffer, ja. Ah, ich habe einen kratzigen Hals. Was ist denn jetzt los? Soll ich einen Superball werfen? Ich glaube, ich werfe einen Superball. Das ist schon dreimal paralysiert gewesen jetzt. Wenn ich das Glück mal in einem wichtigen Kampf hätte. So, jetzt aber, komm. Keine Chance. Der Superball ist zu mächtig für dich. Ich will ja auch keine Attacke machen, weil es dann direkt weg ist wahrscheinlich, ne? Komm, das machen wir nicht schwach. Ich will nicht so viele Bälle verballern. Ja, ja, ja und... Dankeschön, geht doch. Sehr freundlich. Wunderbar. Barmelin gefällt mir. So, jetzt schauen wir erstmal, was es noch für ein Typ hat. Ob es nur Wasser ist oder noch einen hat, einen anderen. Es ist wirklich nur Wasser. Ich dachte, es hätte noch einen zweiten Typ. Ein Meereswiesel. Dank des Schwimmreifs bleibt sein Kopf über Wasser und es kann seine Beute an Land beobachten. Ja, aber es ist so dumm beim Tauchen dann, oder? Das macht es noch schwerer, der Schwimmreif. Ah, okay. Nennen wir dich. Halt. Zurück, klein. Bam, bam. Ich mag das nicht, dass hier das so, ich sag mal, ausgekraut ist, jetzt groß und das Meer und das klein. Denke ich immer, da kann ich nicht draufdrücken. Aber dem ist ja gar nicht so. Bam, bam. Wunderbar. Ein weiteres Wasser-Pokémon für uns. So, aber jetzt geht's zu den Kimono Girls. Und die sollten hier in diesem Häuschen sein. Ups. Tanztheater von Teak City. Und eigentlich hatten sie jeweils... Hey, und... Oh, das Team Rocket. What? Lass endlich dieses langweilige Gezapple und leg mal einen anständigen Hula aufs Parkett. Dürfte ich euch gnädigst darum bitten, eure Zwischenrufe einzustellen? Was soll das heißen? Hat das Publikum etwa nicht das Recht, selbst zu bestimmen, was es sehen will? Soll ich euch mal zeigen, wie man das richtig macht? Wer hat das gesagt? Achso, er tanzt jetzt. Sie tanzt, whatever. Was ist los? Wo sind die Kimono-Girls? Wenn ich nun nicht solches Bauchweh hätte, würde ich diesem Typen schon Manieren beibringen. Was bildet sich dieser Kerl von Team Rocket eigentlich ein?
meinem Kimono-Girl solchen Ärger zu bereiten. Du bist doch ein Trainer, oder? Dann rette sie gefälligst. Okay, das hier wieder anders als im Original. Normal waren hier jetzt 5 Kimono-Girls, die man alle besiegen musste. Aber hier ist jetzt ein Team Rocket Dude und nur ein Kimono-Girl. Hä? Was soll das werden? Stellst du dich mir etwa in den Weg? Scheinbar. Offensichtlich. Vielleicht. Auch nur ein Pokémon-Pionscore. Das ist der kleine Skorpion wieder, ne? Okay, das ist in Ordnung. Gifty. Na gut, Gifty kann einen Blubstrahl drauf machen. Weil Giftattacken sind ja, glaube ich, nicht effektiv. Das ist auch nur Level 12. Ich glaube, wir haben jetzt einen kleinen Level-Vorteil schon, oder? Ich glaube, diesen Story-Part hätten wir früher machen müssen. Aber naja, was soll's. Das nennt man dann wohl verloren. Richtig. Ich wäre ganz so schlau wie du. Ich bin wohl doch nur ein Schmalspur-Ganove. Ein Schmalspur-Ganove. Oh nein, ich habe ganz vergessen, dass wir gleich mit der Durchführung unseres teuflischen Plans beginnen. Wenn herauskommt, dass ich hier faulenze und alles aufhalte, lassen die mich glatt wieder ganz unten als Schuhputzer anfangen. Ich muss hier auf der Stelle weg. Ja, verzieh dich. So, und nun? Ihr seid Mike, nicht wahr? Das war wirklich beeindruckend. Ihr seid gutmütig und stark und ihr versteht euch ausgezeichnet im Training von Pokémon. Ich wusste einfach, dass ich mich in euch nicht getäuscht hatte. Aber ich führe wieder Selbstgespräche. Hört mir am besten einfach nicht zu. Oh. Was ist da los? Das ist wirklich meisterhaft. Beherzte junge Leute wie dich sieht man nicht alle Tage. Hier, das ist ein kleines Dankeschön. Nur mal keine falsche Bescheidenheit. Nimm es ruhig an. Okay, das war's schon. Okay, dann halt keine Kämpfe gegen die Kimono-Girls. Die Attacke darin nennt sich Surfer. Ja, das weiß ich. So, wo kommst du jetzt her? Warst du eben schon da? Für dein Alter bist du ziemlich gewieft. Also wenn die eben schon da war, habe ich sie komplett übersehen. Aber naja. Gut. Gut. Bringen wir Surfer gleich wem bei. Na halt. Doch, da ist es. Surfer. Einsetzen. Ja, wir geben es Gifty. Wir geben es Gifty. Theoretisch könnte es ja jeder lernen. Wobei es bei Uri ja auch ganz nett wäre, ne? Ich meine, Gifty kann ja Blubstrahl jetzt. Könnte Uri Surfer erlernen offiziell? Ich glaube nicht. Na komm, wir haben ja keine Not. Da will ich jetzt mal nicht quasi bescheißen, sag ich mal. Sondern gebe Surfer schon den Wasser-Pokémon. Wobei Pikachu kann Surfer erlernen offiziell, das weiß ich. Es gibt auch das Surfer-Pikachu. Ist die Frage, was machen wir weg? Mein Blubstrahl. Was ist stärker? Blubstrahl hat 65. Und Surfer hat. Na gut, nee, dann machen wir auf jeden Fall den Blubstrahl weg. Hinfort, Blubstrahl. Auch wenn du eine ganze Zeit der Attacke bist. Aber der Surfer ist besser. Na gut, dann sind wir hier ja jetzt schon schneller fertig als gedacht. Dann können wir wieder rüber nach Oliviana City. Können dort auch an Pokémon angeln, auf jeden Fall. In der Stadt. Dann ist die Frage, müssen wir dann direkt in den Leuchtturm? Ja doch, wir müssen einmal in den Leuchtturm hoch. Um zu erfahren, dass wir eine Medizin brauchen, die es in Anemonia City über dem Meer gibt. So. Haben wir eine Sindelbeere noch wieder bekommen? Ich glaube nicht. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Und wenn auch, egal. Ich würde sagen, wir angeln unser nächstes Pokémon. In dieser Stadt hier jetzt. Und dann, ja, werden wir notgezwungen in den Leuchtturm rein müssen. Aber ganz hoch werden wir es nicht schaffen in dieser Folge. Kaufen noch ein paar Bälle, einsicherheitshalber. Sollten wir tun, wa? Wa? Ein Superball. Wie viel Geld haben wir? 12.000, das ist natürlich top. Komm, wir gehen mal auf 20 Superbälle hoch. Das sollte doch okay sein. Wie sieht es denn mit Tränken bei uns aus? Da nehmen wir auch mal ein paar mit jetzt. Komm, ich hätte gerne mal 10 Stück sicherheitshalber. Dankeschön. Haben wir Aufwecker? 2. Haben wir Paareheiler? 3. Haben wir Eisheiler? Nein, wir nehmen einen mit. Und, na, Schutz brauchen wir zwar nicht. Kaufen wir noch ein paar Pille. Ah, ich habe nicht mehr so viel Geld. Stimmt ja. Ich wollte auf 5 hoch, aber das reicht ja gar nicht. Das reicht ja genau nicht. Mathe und so. Gut. Dann
Angeln wir mal. Sofern das hier geht. Aber Schweine, ja. Hier müssen wir noch angeln können. Wir könnten zwar auch surfen, aber ich will angeln. So. Was haben wir hier Feines? Jawohl, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und? Ein Magma. Oh mein Gott, ein Feuer-Pokémon. Ein sehr, sehr geiles Feuer-Pokémon. Das müssen wir nehmen. Oh, wenn das in die Hose geht, werde ich böse. Uiuiuiuiuiui. Auf jeden Fall erstmal wieder paralysieren. Das könnte man, glaube ich, auch so fangen, ohne dass wir es schwächen müssten. Glut. Einmal die Donnerwelle. So, können wir es irgendwie schwach angreifen? Ich weiß es gerade nicht. Du gehst auf jeden Fall erstmal raus, Chuchu. Ja. Können wir es schwach angreifen? Folierten. Ne, ich glaube fast nicht. Ohne Angst haben müssen, dass es kaputt geht. Aber wir nehmen jetzt Elliot raus. Elliot sollte ein paar Gluts. Glute. Glüte. Was ist die Mehrzahl von Glut? Gluten. Nein. Ich weiß es gar nicht. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall sollte Elliot das ein bisschen tanken können. Wenn er sich weiter Silberblick macht, das wollen wir nicht. So, werfen wir Bälle. Aber für Magma werden wir super Bälle werfen. Oh, Magma wäre so gut. Das wäre wirklich top. Oh, okay. Es wackelt nicht mal. What the fuck? Hör auf mit Silberblick. Schluss. Das ist sogar ein ganz cooler Sprite von Magma, muss ich sagen. In vielen Spielen sieht er echt aus wie... Hund. Ja. Nein. Okay. Ach, ich hätte gerne wieder der Visi-Attacke, wo ein KP übrig bleibt. Trugschlag. Ja, die vermisse ich gerade ein bisschen. Das wäre super, wenn wir die hätten. Aber ich glaube nicht, dass ein Pokémon die lernen kann. Das wir gerade im Team haben. Irgendwas müssen wir machen wahrscheinlich. Boah, soll ich einmal... Folie rausschicken? Was hat denn Folie für Attacken? Den Ruckzuckhieb. Boah, I don't know, bro. Oh, das sind halt 12 Level Unterschied, ne? Wenn das ein Volltreffer wird. Ah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Nee, hier machen wir auf jeden Fall gar nichts. Werfen wir weiter Bälle. Es wird schon irgendwann drin bleiben. Hoffentlich. Wäre sehr, sehr nett. Nett und gut. Come on. Ja, da hilft nur eins. Da hilft nur eins. Runter und B. Habe ich die ganze Zeit nicht gedrückt. In dem Fall ist es ja runter und A, weil ich ja mit dem Xbox-Controller spiele. Da sind ja A und B vertauscht. Und? Na, schade. Fast. Na, habe ich zu früh gedrückt. Eindeutig zu früh gedrückt. Das muss ich noch ein bisschen üben. Auf jetzt, Magma. Komm. Stell dich dazu an. Du willst in unser Team. Ich will in unser Team. Wir alle wollen, dass du in unser Team kommst. Ich will in unser Team. Ich will, dass du in unser Team kommst. So rum. Ich will in unser Team. Was laber ich hier? Ah, notfalls müssen wir halt doch den Ruckzuckhieb probieren. Ich möchte das nicht. Nicht den Ruckzuckhieb. Rasierblatt, ja, wird auch keinen Schaden machen, aber ich habe Angst vor dem Volltreffer. Zudem es auch noch eine Step-Attacke ist und wir schon so extra Schaden damit machen. Und wir die Wundersaat noch drauf haben auf Folie. Ah, nee. Ah, Folie. Sei ein liebes und nettes Pokémon und one-shotte es nicht mit dem Ruckzuck-Hieb, bitte. Oh. Folie, überragend. Ja, du kannst sogar die ein oder andere Glut tanken. Come on. Das muss jetzt passen. Eins, zwei. Xufe. Schade. Ja, aber das sollte passen, das sollte passen. Und es ist direkt paralysiert. Ausgezeichnet. Keine weitere Glut für Folie. Los jetzt. Yes!
Nice, Foli. Überragende Arbeit. Krass, ey. Magma. Sehr, sehr geil. Das müsste ich eigentlich gleich mitnehmen ins Team. Magma, der Brenner. Die feurige Haut seines Körpers besitzt einen flackernden Glanz, der an die Sonne erinnert. Wie nennen wir Magma? Wie nennen wir Magma? Nun, ihr wisst schon. Ich habe eine sehr, sehr gute Idee. Ich habe etwas gegoogelt gerade, muss ich sagen. Aber wir nennen Magma Flint. Flint, englisch für Feuerstein. Und Keith Flint war einer der Sänger von The Prodigy, aka der Firestarter. Das finde ich sehr, sehr gut. Das nehmen wir. Flint. Das klingt stark. Wo ist das T? Da. Oh mein Gott. Eigentlich, ja, du. Die Folge machen wir noch ohne dich, aber dann kommst du definitiv ins Team, glaube ich. Oder können wir gerade irgendwie... wir könnten Chuchu zwar rausnehmen, aber... das ist eine Donnerwelle. Donnerwelle ist so gut zum Fangen. Nee. Oder doch? Aber Elektro-Pokémon ist halt schon stark eigentlich, ne? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich würde eigentlich gar kein Pokémon austauschen. Außer Chuchu, aber wir brauchen halt den Elektro-Typ irgendwie, würde ich mal behaupten. Wir nehmen Chuchu raus. Wir nehmen Chuchu raus. Auf Wiedersehen, Chuchu. War schön mit dir. Du kommst bestimmt bald wieder. Zack, ablegen. Box 1. Wunderbar. So. Ja, wir gehen auf Pokémon bewegen. Ich finde es eh komisch, dass es da ganz komische mehrere Optionen gibt. Aber naja, okay. Du kommst mit ins Team. Was kannst du? Smog, Silberbeak, Glut und Rauchwolke. So, ich hoffe, dass du bald auch eine bessere Feuerattacke lernen wirst. Das wäre awesome. Awesome, awesome. Hattest du ein Item bei dir? Hab ich auch gar nicht geguckt. Pokémon. Es hat kein Item bei sich. Wir gucken trotzdem mal kurz die Stats an. Es ist stolz auf seine Stärke. Wie viel Stärke hat es denn? Angriff 27, Spezialangriff auch 27. Das ist okay. Verteidigung 18. Das ist okay. Bis auf Level 10, wenn ich das vergleiche mit den anderen. Ja, okay. Ja, ich dachte, ich glaube, damit sind wir sehr, sehr gut bedient. Wir tun dich gleich auch mal an die erste Stelle hier, dass du ein paar XP bekommst. Wenn wir jetzt... ja, wir gehen noch in den Leuchtturm rein. Und nehmen ein paar Trainer mit, würde ich sagen. So, der sollte doch irgendwo hier sein. Ist das der Leuchtturm? Leuchtturm von Oliviana City. Da, was stand da noch? Auch bekannt als der Glitzerleuchtturm. Der Glitzerleuchtturm, natürlich. So. Schon seit langem erhellen bei Nacht Pokémon das Meer von Oliviana City. Der Leuchtturm wurde zu Ehren genau dieser Pokémon errichtet. Sehr schön. Es gibt einen Aufzug hier. Na, links war die Treppe, ne? Ich will gerne die Treppe nehmen eher. Dies ist der Aufzug des Leuchtturms. Nächster halt Lichtkuppel. Aber ich dachte, hier gibt es jetzt einen Arsch voll Trainer, gegen die man kämpfen muss. Okay, kann man die alle überspringen oder was? Warum ist halt die Tür zu? Eipfelbeere, was eine Eipfelbeere, what the fuck? Warum ist da die Tür zu? Ich möchte da rein. Das ist ein sehr komischer Leuchtturm. Also wir brauchen wohl irgendein Item. Das wird wohl irgendwo im Turm rumfliegen. Gehe ich mal stark von aus. Ja, ja, Erdgeschoss, ich weiß. Sonst gibt es keine andere Etage in einem so großen Leuchtturm, ne? Das wäre kein Schwachsinn. So. Was hast du zu sagen? Dieser Leuchtturm wird unter anderem auch zu Trainingszwecken benutzt. Zu viel trainieren, was bei so vielen Trainern, wie es hier drin gibt, ist es nicht leicht, sich bis ganz nach oben durchzukämpfen. Na, ja, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. So, dich nehmen wir mit. Hey, du da, wir sind ja nicht auf dem Spielplatz. Hat doch keiner gesagt, ich habe auch nicht gespielt. Was ist los mit dir, alter Mann? Ein Pokémon, ein Kindwurm. Oh, ein Drachen-Pokémon. Level 22. Magma. Das ist ein bös guckendes Magma.
Aber diesen Drachen mag ich jetzt schon wieder nicht. Da habe ich ja schon wieder keinen Bock drauf. Das kann nie zu einem Erdbeben zunichte machen. Biss. Das kannst du ruhig machen. Natürlich wieder Volltreffer. Ganz klar. So, Nils. Tu es. Zerstöre dieses Kindwurm. Bevor es blöde wird. Und Drachenwut einsetzt. One shot. One opportunity. Ich glaube, ich werde Flint das offscreen trainieren müssen. Was sagt denn die Uhr? Na, wir sind ja auch schon fast so weit. Wohlan, dürfte ich dir meine Telefonnummer anvertrauen? Nein, du hast mich gerade dumm angemacht, bevor du überhaupt Hallo gesagt hast. Geh weg, alter Mann. Ja, wir nehmen die Ebene noch mit und dann, also den einen Trainer jetzt noch. Dann trainiere ich ein bisschen offscreen. Und dann geht's hier weiter. Seefahrer sind immer wild auf einen guten Kampf. Ja. Aber sind Seefahrer auch gut im Kämpfen? Man weiß es nicht. Hubbelupf. Oh. Flint, das könnte was für dich sein. Ich bezweifle, dass Hubbelupf einen starken Angriff kann. Stachelspur wäre nervig, aber. Ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Stachelbruder, Giftbruder. Das ist okay, ist okay. Er sollte auch nur Tackle können, glaube ich. Kann das schon Synthese? Kann das sich hochheilen? Ich weiß es nicht. Glaube nicht. Tackle. Pff. Das kriegt Flint auf alle Fälle hin. Problemlos. Sehr schön. Gut, Flint. Reicht das für ein Level up? Das müsste eigentlich, ne? Oh, das müsste fast zwei Level sein. Sehr schön. Und boom, Baby. Sehr, sehr gut. Ja, das macht jetzt nix. Ja, dann noch ein Pokémon Reptane. Da sollten wir aber wechseln, leider. Sonst wird das Gift etwas zu ekelhaft. Und um Reptane kümmert sich... Ja. Yeah. Das ist alles Murks. Na, nehmen wir halt Elliot, komm. Elliot wird das reißen. Die Zornklinge. Oh, 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 oh. Okay, ja, ist nicht sehr effektiv, Gott sei Dank. Aber diese Attacke wird doch mit jeder Runde stärker, glaube ich, ne? Wir müssen das schnell besiegen, Reptane. Das ist Reptane. Genau so. Gut gemacht, Elliot. Überragend gespielt. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich zurück ins Pokémon Center. Ich sollte mich teleportieren. Der will ja auch eine Telefonnummer. Was soll das? Nein. Kann ich mich hier teleportieren oder muss ich erst Schaufler einsetzen? Oh, ich muss, oh, Schaufler haben wir ja gar nicht mehr, ne? Dann werde ich jetzt ein Gegengift benutzen müssen. Wir haben noch welches, oder? Muss ich jetzt wirklich einen Trank benutzen? Wieso habe ich kein Gegengift gekauft vorhin? Ah, wie dumm. Er stellt 20 KP her. Ja gut, das nehmen wir das. Weil wenn ich jetzt das Pokémon Center zurücklaufe, wäre es das für Flint gewesen wahrscheinlich. Ja, das müsste reichen. Gut, dann würde ich sagen, was das für diese Folge. Ich trainiere jetzt Flint ein bisschen offscreen und dann sehen wir uns an diesem Ort und an dieser Stelle wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.